Schnell, vielleicht können wir den Fahrer ja doch noch retten, auch wenn seine Seele wahrscheinlich schon weg ist. Aber wir schauen mal. Stay back. You don't want to see this. The driver's already dead. I called an ambulance and the police. Bleib weg, das willst du nicht sehen. Der Fahrer ist schon gestorben. Ich habe einen Krankenwagen und die Polizei gerufen. Aber doch, ich will mal reingucken. The bracelet showed you a monster near the crash site? Unbelievable. I suppose we should follow it then. We need to learn more. Das Armband hat dir ein Monster in der Nähe des Unfalls offenbart? Unglaublich. Wir sollten ihm wahrscheinlich folgen. Wir müssen mehr darüber erfahren und uns vorstellen. Und so. So, folge dem Monster, das ist unsere nächste Aufgabe. Aber ich wollte doch mal da reingucken. Bin auch so neugierig. Unter den Rosen ist etwas. Ich brauche Handschuhe, um meine Hände vor den Dornen zu schützen. Na gut. So, nehmen wir schon mal... Ah, oh, es zählt automatisch. Da bin ich aber froh. Oh, was haben wir denn hier? Das Armband leuchtet. Es wird mir helfen, mystische Objekte zu sehen. Das war Steve. Starker Regen wird die Straße überfluten, sodass Steves Auto außer Kontrolle geraten wird. Erledigt. Der Reifen wird einen Platten haben. Auch erledigt. Steves Auto wird von der Straße abkommen und in ein Windrad krachen. Und auch das ist erledigt. Also es ist ein erfolgreicher Geist, sozusagen. Jo. Jo, 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 jo. Krass. Gut gemacht. Wirklich gut gemacht. Irgendetwas hat diesen Unfall verursacht. Wenn ich das doch schon früher gefunden hätte, vielleicht hätte ich ihn noch retten können. Ja, vielleicht. So, wir haben eine Flöte. Eine Geisterflöte, oh nein. Das Wasser kann ich später bestimmt noch gebrauchen, wenn ich etwas finde, worin ich es aufbewahren kann. Mhm. Für die Blume wahrscheinlich. So, haben wir hier noch was? Nein. Haben wir hier noch was? Nein. Dann gehen wir mal hier hin. Und Rosen? Nein. Wie werde ich eine Spektralpflanze los? Vielleicht haben Geisterpflanzen Angst vor Geisterfeuer. Wie mache ich denn ein Geisterfeuer? Ich könnte dem Geisterflötentöne beibringen. Ein Geisterfeuer. Ach, hier habe ich einen Handschuh. Ich nehme den erstmal. So, der Handschuh für die Rosen. Für die Rosen. Vielleicht finden wir hier ein Geisterfeuerzeug. Nein, ein Wimmelbild. Hey. Ja, was suchen wir denn? Ein totes Chamäleon. Das ist aus Sympathie wahrscheinlich gleich mitgestorben. So, eine Fledermaus. Ein Kalender. Ein Blendelmann. So, hier fehlt irgendwas. Kalender haben wir auch. Hier sind ein paar Vogelbabys, die etwas hungrig sind. Schädel haben wir schon mal. Bildfragment. Ein Schuh. Es läuft ja wie geschmiert. So, was brauchen wir denn noch? Ein Herz und ein Nest. Ich muss die mal einsammeln hier. Huch! An invisible monster wanders the streets among us. It writes predictions of death and becomes stronger with each victim. Also, das Spiel ist richtig gut gemacht. Gefällt mir wirklich gut. Ja, wir haben ein weiteres Bildfragment. Das unsichtbare Monster läuft durch die Stadt. Und sucht sich Opfer aus. Hat vielleicht auch einen Arbeitsauftrag, man weiß es ja nicht genau. Sah ja so aus, aber von wem kommt dann dieser Arbeitsauftrag? Womit füttern wir denn jetzt mit der Spinne nicht? Nee. Ach, hier mit dem Wurm. Teilt euch den Wurm. Alles habe ich schon für euch erledigt. Du. So, okay. Hier haben wir noch ein Bildfragment. The monster is the result of an ancient magic that existed here long before the city was founded.
The bracelet and the artifact are connected to both the magic and the monster. Okay, so, die sind alle miteinander verbunden, bla bla bla. Hier haben wir noch eine Gießkanne. Eine leere Gießkanne. Dann hole ich mir doch erstmal ein bisschen Wasser. Und werde mal hier die Blume gießen, bevor die ganz vertrocknet. Ja, so muss das sein. Diese Pflanze braucht mehr Licht und Wasser, um zu wachsen. Noch mehr Wasser wahrscheinlich nicht. Aber jetzt fehlt noch ein bisschen Licht. Hier fehlt doch bestimmt noch eine Glühbirne oder sowas. Ah, hier fehlt sowieso eine. Ich dachte, die ist schon drin, aber nein. Gut, so, das Teil kriege ich ja auch noch nicht auf. Ach, warte mal, mit dem Armband vielleicht. Ist schon praktisch, so ein Armband zu haben. Diese Schlange ist eine mystische Kreatur. Ich brauche etwas Mystisches, um sie zu verscheuchen. Ich habe immer noch nicht gegoogelt, ob das tatsächlich so ist, dass Schlangen bei Flötentönen einschlafen. Gruselig, das war etwas, das nur ich sehen konnte. So, wir haben eine Glühbirne und wir haben ein kaputtes Symbol. Ich nehme aber erstmal hier. Na. Sehr gut. So, die haben wir auch. Haben wir jetzt alle zusammen? Nee. Doch. Ich habe genug Informationen, um das Schloss zu öffnen. Okay, so. Also, davon haben wir drei. Davon haben wir eine. So, von der haben wir... zwei. So, gelb gleich die und die. Also, gelb gleich 2 plus 3. Das sind 5. Und hier haben wir die grüne. Die braucht gelb. 5 plus 1 gleich 6. Oh, oder auch nicht. Hä? Ups. Das Armband leuchtet. Es wird mir helfen, mystische Objekte zu sehen. Kriegt bald einen steifen Arm, wenn das hier so weitergeht. Oh nein, was haben wir denn? Eine Geisterfackel. Ah, guck mal. Der ist aber nicht weit gekommen, der Geist. Da ist es ja. Wir müssen uns beeilen. Hm? Okay, wer ist er? Hello. You're the first visitors I've had on my site in a few days. Hallo, ihr seid die ersten Besucher, die ich seit Tagen hatte. Ja, das kenne ich. Bist wohl auch Streamer und YouTuber, was? Und Homeoffice-Arbeiter. I'm sorry, but I'm pretty busy right now. I can't really chat. Feel free to look around. You can go upstairs if you like. There's a nice view up there. Es tut mir leid, aber ich bin gerade wirklich beschäftigt. Ich habe keine Zeit, mich zu unterhalten. Ihr könnt euch aber gerne umschauen. Ihr könnt auch gerne nach oben gehen, wenn ihr wollt. Da oben gibt es eine tolle Aussicht. Dankeschön. Vielen Dank. Das ist wahrscheinlich der Schlüssel. Baumhaus-Symbol. Okay. Ich brauche etwas Kleber. Okay. Ganz schön viele mystische Symbole in der Nähe. Oh nein, ein Frosch. Dieser Nebel ist eine mystische Kreatur. Ich brauche etwas Mystisches, um sie zu verscheuchen. Gib mir wenigstens den Patex-Kleber. Okay, hier haben wir schon mal eins. Zweite müssen wir noch zusammen machen. Ein Schaufelgriff, na ganz toll. Achso, da war ich gerade. Was ist mit Steve eigentlich? Was macht das Monster wohl da oben auf dem Baum? Gute Frage. Huch, nee, ich wollte gar nicht zurück. Ach, Kleber. Sag ja, ich krieg irgendwann einen steifen Arm.
Nein, wir füttern den Frosch mit einer Geisterlibelle. Na. Okay, warum auch nicht. So, dann lassen wir erstmal das Wasser vom Teich ab. Naja, oder auch nicht. Oh, danke schön fürs Abmachen. Ich muss das Brett irgendwie ausgraben, aber ich habe leider nur einen Schaufelgriff und eine rostige Gartenschere. Dafür aber Kleber. Kleber? Es schmatzt immer so. Oh, der schreibt die nächste Liste. Mann ist in Gefahr und niemand weiß das außer mir. Ja, entdecke, was das Monster auf die Schriftrolle geschrieben hat. So, das müssen wir erstmal reparieren. Oh, ich muss wieder runter. Voll die dramatische Musik gerade. So, mal schnell das Brett ausgraben. Und, oh nein, die ist rostig. Mit Essig können wir das doch bestimmt beheben. Hey, haben wir nicht... Ach so, nee, Quatsch, wir hatten eine Tube Kleber, ne? Ich dachte gerade schon. Wo war denn das jetzt? Hier. Boah, aber wir können rennen. Also, das ist Wahnsinn. Der Armband leuchtet. Verwirrt mich mal total. Es wird mir helfen, mystische Objekte in der Nähe zu sehen. Ja, das ist, naja. Die Schriftrolle. Ich würde die ja nicht so anfassen. Okay, es geht auch nicht. Springe über die Gesichter, damit nur noch eins übrig bleibt. Nur verschiedene Gesichter können übereinander springen. Gewonnen. Ja, oder auch nicht. Okay, so, ich glaube, das wird hier schon ein bisschen kniffliger werden. Der ist blöd. Ja. Kann ich auch nicht bewegen. Wir haben verloren. Erneut. Oh, der ist aber schwierig. Den mache ich mal dahin. Den mache ich mal dahin. Verdammt. Okay, das hat nicht so gut geklappt. Also, wenn ich den nach oben mache, haben wir zwei gleiche Gesichter oben. Warte mal, wenn ich den nach oben mache, so, dann ist der da. Können wir den rüberspringen, aber das bringt mich auch nicht weiter. Dahin mache, dann passiert auch nicht viel. Nee, das ist alles Quatsch. Nein, ist es nicht. Och nö, jetzt ernsthaft.
Also, den machen wir mal dahin. Den machen wir dahin. Nee, warte mal. Muss ich erstmal überlegen. Brauche ich gar nicht überlegen. Es geht gar nichts anderes. Naja, das muss ich nochmal machen. Den dahin machen. Nee. Hier geht auch nicht so viel. Nee. Verflixt. Den dahin mache. Könnte ich den zwar runter machen, aber es bringt mich nicht weiter. Ja, hatten wir ja gerade schon. Okay, das wird nicht funktionieren. Nehmen wir den mal. Muss ja irgendwie wieder nach oben kommen. Warte mal. Den jetzt so mache. Ja, den muss ich dahin. So. Ich traue mich nicht zu drücken. Doch, es geht. Edwards Gast wird das Wasser im Park abstellen. Die Lampe wird auf das Fass mit entflammbarer Flüssigkeit fallen. Das Feuer wird sich im Park ausbreiten und den Park mit giftigem Rauch füllen. Wie raffiniert, also wirklich. Also, die Lampe wird auf das Fass mit entflammbarer Flüssigkeit fallen. Das müssen wir verhindern. Das Wasser hat er ja abgestellt. Gut, kann ich jetzt hier irgendwas mitnehmen? Nicht. Nee, wir müssen nochmal runter, oder nicht? Ja, das hatten wir ja schon gesehen. Genau. Ja, ich muss Edward vor der Gefahr warnen. Be careful, your life is in danger. Thanks. I couldn't have done it without you. I don't know what you saw, but it saved his life. It's like you knew what was going to happen. Don't worry. He'll be taken care of at the hospital. Tell me everything about the two accidents you witnessed. Erzähl mir alles über die beiden Unfälle, die du gesehen hast. You want me to believe that there's a monster killing people and that you're the only one that can see it? The only thing I believe is that there's been three accidents. The driver died, and two men are in the hospital. Du willst mir weismachen, dass ein Monster Menschen tötet und dass du die Einzige bist, die es sehen kann? Das Einzige, was ich glaube, ist, dass es drei Unfälle gab. Der Fahrer, der gestorben ist, und die zwei Männer im Krankenhaus. Ja, ich habe mir die Geschichte nicht ausgedacht. Dann frag mal den Entwickler. Also, war es nicht. I don't want to see you anywhere near the next tragedy. You have your father's pass. Give it to me. We'll continue this conversation tomorrow. Ich will dich nirgendwo in der Nähe der nächsten Tragödie sehen. Du hast die Zugangskarte deines Vaters. Gib sie mir. Wir werden uns morgen weiter unterhalten. Du kannst mich mal. Wir könnten dich auch einsperren. Mein Handy. Ich habe das Leben eines Mannes gerettet und das ist der Dank, den ich bekomme. Das Monster ist immer noch auf freien Fuß. Tja, so ist das nun mal mit dem Dank. Hey Oni, willst du spielen? So, hier haben wir noch... Nee. Willst du spielen? Das war's. Mehr können wir gar nicht machen. Okay, den Wecker kann ich immer noch nicht mitnehmen. Und Fahrt, die geht's immer noch nicht besser. We can't wait until morning. Accidents are happening more often now, and every minute could mean someone's life. Wir können nicht bis zum Morgen warten. Unfälle passieren jetzt regelmäßiger, und jede Minute könnte jemanden sein Leben kosten. I'm sure the bracelet is the key to stopping the monster. Its last owner was A.V. Brooks.
You need to track her down and find out as much about the bracelet from her as you can. Ich bin mir sicher, dass das Armband helfen wird, das Monster zu besiegen. Sein letzter Besitzer war Avi Brooks. Du musst sie finden und so viel es geht über das Armband erfahren. Aber ist sie nicht schon tot? Dankeschön. Neue Zugangskarte? Ich frage für einen Freund. Ein Brief. Achso, und eine Türklinke. Jacob, ohne mein Armband wirst du die Wahrheit niemals herausfinden. Ich habe es in einem Baumstamm im Park versteckt. Der Baumstamm hat ein Sonnensymbol in der Rinde eingeschnitzt. Dieses antike Armband wird dir offenbaren, was es mit den Unfällen auf sich hat. Aber ich muss dich warnen. Sobald du es weißt, wird dein Leben in unverzüglicher Gefahr sein. Sei also vorsichtig, Avi Brooks. Ja gut, das Armband haben wir ja schon. Ein Fenstergriff. Oh, ein Lappen. Das Armband leuchtet. Ja, das leuchtet ordentlich. Jacob, ein Spielzeug wird eine Vase umwerfen. Das wird ein Kurzschluss in Jacobs Haus auslösen. Ein Notstromaggregat wird angeschaltet werden. Naja, das hat man ja schon. Ein Generatordefekt wird eine Explosion in Jacobs Haus verursachen. Gucken wir uns den Film nochmal an. Und Kravum. Gut gemacht, wirklich. Die Explosion im Haus war also kein Zufall. Das Monster ist für alles verantwortlich. Ja gut, das hat mich jetzt auch nicht überrascht. So, dann klettern wir mal aus dem Fenster. Achso, wir brauchen noch ein Seil. Naja, dann knüpfen wir uns mal eins. Wenn ich 3 Laken hätte, könnte ich ein Seil draus machen. Ich komme ja jetzt hier nicht raus. Vor allen Dingen, der Polizist wollte auf meinen Vater aufpassen. Okay, wo kriegen wir denn jetzt hier? Ach, der Hund sitzt da natürlich wieder drauf. Hier, du Stöckchen. Na, kriege ich jetzt das Tuch? Jetzt. Das schönes Trampelchen kommt zurück. Und wir brauchen noch eins. Wir haben ein helles Emblem bekommen. Na gut. Jetzt ernsthaft? Nimm Uni mit, um Avi Brooks zu finden? Uni hat die beste Spürnase. Oh nein, der arme Hund. Oh nein. Oh nein. Ups. Komm schon, Mädchen. Papa hat gesagt, dass Avi irgendwo im Park wohnt. Oh. Sollte das Spinnennetz loswerden? Ja, das ist wohl ein bisschen... Okay, was haben wir denn? Ja, ein Besen schon mal. Und hier können wir das Emblem reinmachen und bekommen ein Vogelemblem. So, erstmal putzen hier. Da war schon ewig lange keiner mehr. So, einen brauchen wir noch. Oh Gott, der arme Vogel, der ist total verhungert. So, ein Smoker, sehr gut. Der Smoker braucht etwas, um Rauch zu erzeugen. Was könnte ich verwenden? Mal gucken. Ich hoffe, wir finden noch die passende Bratwurst dazu. Ja, und das Plastik müssen wir irgendwie aufschneiden. In Erinnerung an alle Naturkatastrophen, die in Universe City vorgefallen sind. Oh. Ich muss diese Drähte reparieren, um den Knopf benutzen zu können. Dann brauchen wir erstmal Isolierband. Wir gehen mal da lang. Zur Uni-Such. Ich kann Unis Geruchssinn verwenden, um Avi zu finden. Ich muss ihr etwas geben, das Avi gehörte. Bitteschön. So, eliminiere alle Marken außer einer, indem du Symbole paarst. Geteilte Symbole paaren sich mit beiden Elementen. Aha. Wähle eine Marke aus, um anzufangen. Du kannst sie horizontal, vertikal oder diagonal entfernen. Ja, dann wollen wir mal. So.
Und dann verliefen sie mich schon? Das war also falsch? Ach, verdammt, das war auch falsch. Das ist ja auch ein blödes Spiel. Nimm die jetzt hier. Der war auch falsch. Ja. Das habe ich schon gesehen. Der muss zuletzt übrig bleiben, glaube ich. So, wir gehen jetzt erstmal hier runter. Aber ich glaube, das hatte ich schon gemacht. Oh, dann gehen wir hier. Dann gehen wir hier. Gehen wir hier. Dann gehen wir hier. Der war schon mal nicht schlecht. Aber ich fürchte, wir müssen es noch ein paar Mal machen. Oh nein, wie der Hund da so rumdackelt. Es ist doch ein Basset. Okay, so, weiter geht's. Warte mal. Na gut, wir versuchen es einfach. Achso. Das war schon falsch. So, dann zum Feuer. Okay. Oh nein, ist schon irgendwie süß. Das weniger. Okay, was machen wir denn zuerst? Da komme ich nicht lang. Da auch nicht. So, jetzt zur Blume. Ja, wir sind da. Geh weg. Oh, was für eine freundliche Einladung. Das Auto ist offensichtlich besitzerlos. Ich muss das Fenster zerbrechen. Okay, wir haben Wasserpflanzen. Flaschen, nicht Pflanzen. Ja. Okay. So, dann gehen wir mal weiter. Kein Durchgang. Who are you? And what do you want from A.V. Brooks? I never invite guests here. Und wer bist du? Und was willst du von A.V. Brooks? Ich lade keine Gäste ein. Ich bin von Amazon und ich habe ein Paket für dich. I'd be grateful if you brought me some food. My shopping list and money are in the basket. Ich wäre wirklich dankbar, wenn du mir etwas zum Essen bringen könntest. Meine Einkaufsliste und Geld sind in dem Korb. Shit. Hätte ich mal nichts von Amazon gesagt. Keine elektrischen Geräte. Okay, das ist ein bisschen merkwürdig. So, dann wollen wir mal gucken. Obst und Gemüse, Kräuter, Wasser und eine Nachricht. So, was haben wir schon mal? Oder auch nicht? Eine Nachricht. Gut, wo ist denn der Tante Emma-Laden? Also hier haben wir Kräuter. Ich habe Petersilie und Dill gefunden. Aber ich werde etwas zum Ernten finden müssen. Hier mal Honig. Schutzkleidung, okay. Die müssen wir uns kaufen, wenn wir schon gratis shoppen gehen. Kriege ich die hier irgendwie auf? Achso, da brauche ich erstmal irgendwas, um den Griff anzumachen.
Dann gehen wir noch mal zurück. Wir müssten jetzt einfacher hierher kommen. Den Code haben wir noch nicht. Hier braucht man noch einen Vogel. Ich hätte gerne gewusst, was auf dem Schild steht, aber das können wir leider nicht lesen. Können wir das hier? Nein, können wir nicht. So, und hier geht's. Ach, guck mal, hier ist doch der Laden. So, mein Geld reicht aus für beide Automaten. Okay, wir haben Obst und Gemüse und das dunkle Emblem. Das kommt auf jeden Fall hier rein. Und damit haben wir auch den zweiten Vogel. Und ein Cuttermesser, sehr gut. Und der arme Vogel, der da verhungert ist. Und ein Wimmelbild. Das machen wir aber erst beim nächsten Mal. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss.